Seine Liebste verwöhnen, ja, das funktioniert am Valentinstag besonders gut. Und vielleicht ist Ihnen das in Vergangenheit ja auch immer wieder eine Freude gewesen, Ihre Liebste zu verwöhnen. Und vielleicht ist aber hier und da auch mal die Motivation ein wenig eingeschränkt, selber mal tätig zu werden. Zum Beispiel, wenn die Liebste nach einer Massage fragt. Es kann schon anstrengend sein, aber wir haben hier den perfekten Helfer und damit auch das perfekte Valentinstagsgeschenk für die Frau. Nur das Beste für die Frau. Und dass es sich hier um das Beste handelt, das schauen wir uns in einem Artikel an, denn dieses Produkt, was wir Ihnen jetzt zeigen, das ist Testsieger. Hier sehen wir das mal. Die besten Geräte im Vergleich und wir sind da mit unserem Gerät, das wir in dieser Sendung mitgebracht haben, ganz vorne auf Platz 1 mit dabei. Was ich spannend finde, vor allem Carsten, ist der letzte Satz. Es ist intensiv, aber nie unangenehm. Ja. Genau so muss das sein, wenn du mich fragst. Ich glaube, es gibt keinen Menschen auf diesem Erdball, der eine Fußmassage nicht als angenehm empfindet. Mhm. Vorausgesetzt, sie ist natürlich angenehm ausgeführt und sie ist nicht zu fest oder zu unangenehm. Und genau deswegen nutzen natürlich viele ganz einfach diese Möglichkeiten, die eine perfekt ausbalancierte Maschine bieten kann. Und genau so etwas haben wir jetzt hier. Vor allen Dingen kannst du, auch dann, wenn der Partner mal keine Lust hat, auf eine entspannende oder dir als Frau eine entspannende Fußmassage zu geben, natürlich hier jederzeit und immer wieder eine angenehme Fußmassage genießen. Es geht hier mehr oder weniger um die Reflexzonen, es geht um die Akupressurpunkte, die wir hier in den Füßen haben. Und ich glaube, jeder weiß natürlich, dass gerade in den Füßen sehr viele Nervenbahnen enden. Und genau deswegen ist natürlich so eine Fußmassage so unglaublich entspannend, weil sie sich auf den kompletten Körper auswirkt. Da merkt man natürlich dann gleichzeitig auch das Gefühl in den Beinen, im Oberkörper, quasi in jeder einzelnen Körperzone. Schauen Sie sich das mal an, was da unter der Fußsohle so alles los ist. Ja? Dementsprechend sind natürlich Füße auch mitunter sehr beansprucht. Ist aber wir Männer mit unseren flachen Schuhen wissen das ja manchmal auch schon als sehr unangenehm einzuschätzen, wenn man den ganzen Tag unterwegs war. Ich möchte gar nicht wissen, wie ihr Mädels euch da fühlt. Auch mal mehrere Stunden auf solchen Hacken durch die Gegend zu laufen, das stelle ich mir mitunter sogar richtig schmerzhaft vor. Und da ist so eine schöne Massage doch wirklich genau das, was man haben möchte, wenn man nach einem, ich sag mal, nach einem intensiven Tag, wo man lange auf den Beinen war, vielleicht auch in einer stehenden Tätigkeit über 8-9 Stunden seinen Job verrichtet hat, wenn man dann abends nach Hause kommt und hier ganz einfach mal seine Füße in dieses fantastische Fußmassagegerät hineinsteckt und sich verwöhnen lässt. Zu den Highlights zählen bei mir bei diesem Fußmassagegerät definitiv diese beiden Rollenreihen, die jetzt hier so eine richtige Shiatsu-Massage ausführen. Toll. Man kennt das so, wenn der Masseur so mit leicht kreisenden Bewegungen, mit einem kräftigen Daumen zu einer Massage ansetzt. Das ist so ziemlich in jeder Körperregion eine absolute Wohltat. Aber gerade speziell auf den Füßen, das sind mal so Schuhe, die man sich als Mann wahrscheinlich eher als Folterwerkzeug vorstellen kann, mehrere Stunden am Tag darauf zu laufen. Aber ich glaube, wenn man das mal hinter sich hat, ist man froh, wenn man mal eine angenehme Massage genießen kann. Und die bekommt man jetzt hier mit einer nahezu perfekten Shiatsu-Massage. Übrigens gleichzeitig auch eine Luftdruckmassage. Sie werden eine weitere Einstellung finden, bei uns im Bild oben zu sehen, wo Sie also auch die Intensität, wir sehen das hier gerade, wie die Klappe quasi von oben so ein bisschen absenkt. Da bauen sich so kleine Luftpolster auf, die von oben quasi noch so ein wenig auf den Spann drücken, möchte ich nicht sagen, sondern sie umschmeicheln den Fuß regelrecht und halten den Fuß natürlich auch in perfekter Balance zu den unteren Rollen. Und ich glaube, wenn man das hier so sieht, kann sich jeder in etwa vorstellen, wie angenehm das ist. Oh, ich werde definitiv gleich an Dianas Stelle treten und mir auch nochmal die Füße richtig schön massieren lassen. Ich bin so ein Fan von diesem Luftdruck auch. Ne? Also das macht es ja so intensiv, was wir eben gelesen haben, was es ja auch so angenehm ist, weil um ehrlich zu sein, ich bin schon so der Fan davon, wenn man so richtig schön Druck ausübt. Das darf auch gerne was kräftiger sein, auf oder? Auf jeden Fall. Ja. Und hier hast du ja verschiedene Stufen, die du auch hast. Du hast drei verschiedene Luftdruckstufen, das heißt von oben kommt so ein sehr angenehmes Luftdruck. Polster quasi auf deinen Spann, auf deinen Fußrücken und hält den Fuß quasi in perfekter Position, damit die Rollen dann von unten die Arbeit erledigen können. Sei es jetzt am Übergang zu den Zehen, das natürlich dann gerne mal so eine Stelle ist, die, wo ich persönlich gelegentlich mal zu Krämpfen neige, was äußerst unangenehm ist. Das geht über den Mittelfuß bis hin zur Ferse. Also wirklich eine fantastische Möglichkeit in unterschiedlichen Intensitätsstufen natürlich wählbar, so dass man jederzeit für seine ganz persönlichen Bedürfnisse genau die richtige Einstellung finden kann.
Jetzt haben wir sehr viel über Massagen gesprochen, über das die perfekte Balance zwischen Luftdruckmassage und Rollenmassage. Jetzt kommt das absolute Highlight, finde ich. Wir haben auch noch eine Wärmefunktion mit dabei. Und die kannst du hier in drei verschiedenen Stufen einstellen. Bis zu 40 Grad Celsius ist das möglich. Und das ist unglaublich angenehm. Gerade jetzt in den Wintermonaten behaupte ich, und ich fürchte, einige Wochen müssen wir noch mit diesem Winterwetter da draußen zurechtkommen. Selbst wenn du nur mal eine halbe, dreiviertel Stunde mit dem Hund unterwegs warst. Ja, oder bist mal eine Runde spazieren gegangen. Kalte Füße sind da schon fast vorprogrammiert. Ja, und dann nutzt man natürlich hier also auch zusätzlich die Wärmefunktion. Weiß natürlich, dass Wärme gleichzeitig auch die Muskeln ein wenig entspannen und vielleicht den Kopf und den Körper noch mal etwas freier machen für diese angenehme Massage. Geht übrigens von Schuhgröße 37, also von den zarten Damenfüßen, bis rauf zu einer 42. Da habe ich richtig Glück gehabt. Ich persönlich habe eine 42, könnte das also auch nutzen. Ich behaupte auch mal, wenn es mal eine Schuhnummer größer ist, mal eine 43 oder mal eine 44. Mit Sicherheit. Tut das zur Not auch mal. Ja, auf Sie wissen, Fall. Was ich meine. Ja, aber das ist ja das Schöne, dass ich nicht nur mir selbst oder meiner Liebsten ein Geschenk machen kann, sondern mir selbst eben auch richtig. Nicht nur, weil ich meine Füße selber auch mal mit reinstecken kann, sondern weil ich selber dafür sorge, dass es meiner Frau, meiner Liebsten gut geht, dass sie schön entspannt sein kann. Und das ist ja eine Entspannung, die man sich jeden Tag geben kann. Jeden Tag schöne Fußmassage, so eine richtig schöne Shiatsu-Massage sich verpassen, das ist schon echt genial. Das kann ich Ihnen echt sagen. Also das bleibt nicht ungenutzt den ganzen Tag, wie es noch hier im Studio ist. Das garantiere ich Ihnen. Und deswegen finde ich es so super, dass du uns das ausgesucht hast jetzt zum Valentinstag, weil das ein wunderbares Geschenk ist. Da kann doch nur jede Frau sagen, das ist ein tolles Geschenk. Oder, Diana? Das glaube ich auch. Ist ein schönes Geschenk, oder, Diana? Ich würde mal Rebecca was sie dazu sagt. Nee, warte mal. Ich habe schon Rebecca gesagt, am Samstag, ich wollte auch zur Massage gehen. Aber... diesen Massagesalon am Wochenende arbeiten sie nur ein halbes Tag und dann Sonntag arbeiten sie nicht. Aber jetzt hier, du kannst ja diese Massage jeden Tag kriegen, wenn du willst, nach der Arbeit. Wir kommen nach Hause, unsere Füße natürlich ein bisschen geschwollen von Laufen, von High Heels. Und auch natürlich bei allen Frauen, Füße sind kalt. Ne? Ja. Das wissen wir alle. Aber ich habe schon gesehen, dass du die Wärme auf Stufe 3 gestellt hast. Ich habe alles auf volle Pulle gestellt. Und es ist so schön, dieser Druck, der von oben kommt, ne? Der aber nicht zu fest ist, weil angenehm, es ja diese Luftdruckmechanik ist. Das ist so schön, weil ich keinen Druck selber ausüben muss. Ne? Also ich muss nicht extra noch mit den Füßen hier so richtig Druck ausüben. Das passiert von ganz alleine vom Gerät. Jetzt lässt es gerade wieder so ein bisschen nach. Ne? Ja, also das Luftpolster pumpt sich auf und dann lässt es nochmal locker. Dann geht es wieder ein bisschen stärker zusammen. Also ich finde das so schön und jede Zone wird hier abgedeckt, ne? Von den Zehen bis hinten zur Ferse. Jetzt hab ich eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Okay. Wollen wir mit der schlechten anfangen? Können wir nicht auf die schlechte verzichten? Nein, ich fürchte, die muss ich erwähnen. Das Gerät hat eine Timer-Funktion von 15 Minuten. Also nach 15 Minuten geht er automatisch aus. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Du kannst einfach wieder einschalten. Ja. Das ist es ja, du hast deinen persönlichen Masseur zu Hause. Ja. Ne? Ja. Das ist so herrlich. Ich liebe dieses Intensive an den Füßen. Also ich glaube, so einen Druck kannst du als Laie auch gar nicht ausüben an den Füßen. Ich glaube, so auf Dauer ist das. Ich finde ja so einen Masseur, der da also wirklich über mehrere Stunden am Tag also richtige Muskelkraft aufwenden muss. Und da, um da immer das gleichbleibende Niveau zu halten, das ist schon etwas, wo ich also den Hut vorziehe. Aber wer hat diese Möglichkeiten denn de facto schon zu Hause? Das kann meines Erachtens wirklich in absoluter Perfektion nur so eine solche, nennen wir sie mal etwas sachlich und unemotional formuliert, eine Maschine. Aber das hier ist natürlich meines Erachtens wirklich ein richtiger Wohltatsbringer hier. Also eine Fußmassage, ich bleibe dabei bei dem, was ich am Anfang gesagt habe, da kenne ich keinen, der das nicht angenehm findet. Mhm. Und dadurch, dass du eben so verschiedenste Einstellungsmöglichkeiten hast, von der Wärmefunktion über drei verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, der Druck, der von unten kommt und natürlich auch dieses Luftpolster von oben, das sind einfach fantastische Möglichkeiten, die sich dafür Sie eröffnen. Das ultimative Valentinstagsgeschenk bestellen Sie mit der NX 4879 und der 569. Ist das angenehm? Oh.